dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir haben jetzt eigentlich ein gutes Stück hier Vorarbeit geleistet. Das Schöne ist, das Holz liegt ja jetzt auch immer so am Rande, dass wir rein theoretisch immer so ein bisschen Holz haben, um das Ganze auch nicht so weit weg zu sägen. Aber ich glaube, wir nähern uns hier gleich auch der Grenze. Ich bin sehr gespannt, ob wir da in den Boden kommen werden oder nicht. Weil rein theoretisch sind wir ja hier gerade so auf so einer geraden Ebene. Und hier steigt es ja dann noch an und wir haben da ja noch ein kleines Stück Platz nach hinten auf der Ranch. Das heißt, ich bin sehr gespannt, ob wir das dann trotzdem bauen können oder ob er so nach dem Motto, nee, das passt nicht. So. Zack, zack, zack. Aber ihr seht's. Ja, jetzt bauen wenn wir hier dann die geil. Wenn wir hier dann die Tiere hinstellen, die stehen dann so richtig im Boden. Das ist so. Ich glaube, das nee, ich hab noch nicht noch eins. Kriegen wir das irgendwie hin? Ist das das letzte? Vielleicht zum Abschlussding? Auch nicht. Ah, warte. Das Holz steht da doch. So, das heißt, wir gucken mal. Nee. Das heißt, das ist das letzte Ding. Wie können wir das hier abreißen? Dann machen wir hier. Wir hatten es doch gerade. Ich würde gerne jetzt das Abschlussteil. Das haben wir doch gerade noch gehabt. Muss ich jetzt ernsthaft noch eins abreißen? Warum kannst du das jetzt nicht mehr dahin stellen? Ah, ich hatte das doch gerade schon in der Wand. Im Boden meine ich. Wieso kann ich jetzt hier nicht mehr bauen? Fehlt hier was? Nicht noch eins abmache vielleicht. Ja, jetzt geht's. Komm. Ja, schade, aber wir belassen es jetzt erstmal kurz dabei, weil das wäre ja schon mal. Das ist auf jeden Fall eine Scheune. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, was mit meinen Schweinchen ist. Oder mit meinen Tieren generell. Mussten jetzt lange ohne mich vorlieb nehmen. Okay, ein Schwein. Was auch immer das da hinten macht. Zwei Schwein. Was auch immer ihr beide hier hinten macht. Hier fehlt Wasser. Und dir fehlt Wasser. Ey, Leute. Wollt ihr mich beide verkackeiern? Ich gehe euch jetzt gleich verkaufen. Ich sag's euch. Was fresst ihr denn? Braucht ihr Birnen? Braucht ihr Äpfel? Was wollt ihr denn? Ihr habt ja noch nicht mal einen Trog. Also guck mal. Guck mal. Ihr habt hier Wasser. Und ihr habt Futter. So, ich kann euch noch irgendwie so einen Eimer nehmen und nochmal voll machen. Das wird sich aber nicht ändern. Ich glaube, wenn ich euer Fleisch einfach so verkaufe, dann werde ich da jetzt nicht viel für kriegen. So, du kommst auch mal mit. Und wohin wandert ihr die ganze Zeit?
Also ihr habt da Futter, ihr habt da Trinken. Also es wird ja nicht besser, wenn ihr irgendwo hinwandert. Guck. Der säuft, glaube ich, gerade auch. Ray. So, jetzt gucken wir mal einmal die Hühner. Die haben auch kein Futter mehr. Die haben aber auch keine Eier gelegt oder sonst was. Ja, du mich auch. Bist hier irgendwo unterwegs? Keine Ahnung, was da hinten macht. So, aber wir brauchen jetzt einmal kurz Tacheles. So, wir brauchen 10 Metall. Dann können wir die Schweine da einsperren. Dann können wir den Schweinen da drin auch einfach Futter etc. gönnen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich die Hühner auch einfach da drin einsperre. So, aber die haben ja wenigstens schon mal was getrunken. Jetzt ist die Frage zu 1, 2. Du bist, glaube ich, neu. Wo ist das dritte? Was habt ihr damit gemacht? 3. Da ist ein Ei. Heißt, hier muss dringend auch ein Tor rein. Das wären auch nochmal 3 Metall. Dann brauchen wir nochmal Futter. Die haben jetzt kein Futter mehr, ne? So. Heißt, wir nehmen das mit. Und sowohl es mir auch so übelst leid tut, müssen wir gleich noch ein paar Rehe beseitigen. Einlegen. Einlegen. Fern. Also ihr müsst auch überall hinkütteln, meine Kinder, ne? So. Okay. Warte, dein Geschwister oder nee, dein eins deiner Elternteile wahrscheinlich hole ich jetzt auch mal wieder hier ran. Hier, links. Und dann gucken wir mal, dass wir euch noch vorher ranholen. Du hast Durst. Ey, ihr seid doch. Ich habe hier echt das Gefühl, dass Tiere hier sehr doof sind. So, ich hab Durst. Oh, schade, wenn es hier bloß was zu trinken gäbe. So, zack. Das wegstellen, das dahinstellen. Das füllt sich ja jetzt auch auf. Das heißt, wir nehmen das Ding jetzt nochmal mit, stellen es irgendwo da vorne hin und wir. Bist du tot? Ich. Da bin ich jetzt Sorge. Oh. Nochmal schön fressen lassen vorm Sterben, ey. So einmal so richtig so, ja, voll gefuttert, gut. Dann kann ich mich jetzt ablegen. So, das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch ein paar Rehböcke oder so. Sag mir nie, muss wirklich. Warte mal. Nee, nee, nicht. Wer macht denn hier bloß so die Baumaktion? Das geht doch mal gar nicht. Können Sie sich wieder vernünftig hinstellen? Danke. Sehr gut geflogen haben Sie. So, jetzt gucken wir einmal kurz, wie teuer Metall überhaupt ist.
Dafür müssen wir ja einmal in den Laden vor der Tür. In den Baumarkt. Warum hüpft er eigentlich immer, wenn man es nicht braucht? Es hätte mich ja sehr gefreut, wenn er hier über links gehüpft ist, aber nee. So, du bist der Baumarkt. Du wirst doch bestimmt Metall haben. Metallplatten. 10 Stück 100. 10 Stück 100. Wir haben 14. Glas. Wir hätten für 600 fast den Anhänger kaufen können. Rasenmäher, Kühlbox, Topf. Samenmaschine. Feuerwerkring. Klappt. Okay. Wir brauchen für 10 Stück 100. Ich glaub, wir brauchen. Sagen wir mal, selbst wenn wir 200 brauchen. Das heißt, wir brauchen ein paar Autoladungen Fleisch. Was ist da? Das ist ein Stein. Ja, das ist ein Stein. Okay. Oh, nein. So, noch Licht an. Hallo. Tierchen, wo seid ihr? So am geilsten wäre es. Okay, vielleicht müssen wir einfach mal ja hier rein. Vielleicht sollte ich auch einfach schlafen gehen. Vielleicht sehen wir am nächsten Morgen Tiere oder so. Das? Hier ist ein Busch. Es ist gerade halt auch ziemlich dunkel. So, komm. Wir fahren einmal. Oh, das sieht halt sehr verlockend aus hier. Ich glaube. Nee, das ist auch ein Busch. Also Büsche wollen wir halt nicht unbedingt abknallen, das ist so weiß. Ich habe halt die Hoffnung gehabt, dass man hier jetzt so ein paar Wölfe oder Bären oder so hätte, die einen selbst angreifen. Hätte man halt nicht irgendwie dauerhaft Folgen brauchen. Was ist das? Ich angel nicht. Hallo, ich will die Angel haben. Oh, guck mal. Wir können einmal speichern. Wir können schlafen. Oh, das ist sehr gut, dass ich jetzt trotzdem hier hingefahren bin. Wir übernachten einfach bei irgendjemandem im Zelt. So soll es doch auch sein, ne? So, und jetzt schauen wir mal. Jetzt ist früh. Haben wir die Möglichkeit, hier einmal durchzufahren. Hier, Tiere. Hui. Hier, Tiere. Hier, Tiere. Ihr wollt's doch genauso wie ich. Ich glaube, so einfach wird es nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Population hier einfach schon ausgerottet habe. So wie den Baum. Also wir hoffen einfach mal, dass wir hier keine Population ausgerottet haben. Dass es hier sowas einfach nicht gibt und die einfach dauerhaft spawnen. Hm.
So. Mal kaum redet man von Populationen. Schauen, spawnen die Viecher. Das ist bestimmt so ein bisschen wie Phasmophobia. Oh, ich komme die ganze Zeit auf Phasmatobia. Die sehen aber alle geschockt aus irgendwie. So, oh nein, was ist mit mir passiert? Der auch. So. Also das wäre jetzt schon mal ein bisschen. Wir brauchen aber halt noch was. Wisst ihr, wie schön es wäre, in einem Ranch Simulator Geld mit seinen eigenen Tieren zu machen? Und nicht irgendwelche Rehe zu erschießen zu müssen. Ich glaube, das Spiel würde dann voll Spaß machen. Das wäre bestimmt ein mega Knüller, oder das Game irgendwie.